Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 die Woche mit den wichtigsten Nachrichten der letzten Tage. Am 8. Dezember wurde gegen 10.30 Uhr auf dem Werksgelände der BASF Schwarzheide GmbH bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Am Standort wurden unverzüglich alle erforderlichen Sicherungsmaßnahmen getroffen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg war vor Ort und hat die Lage eingeschätzt. Es besteht derzeit keine akute Gefahr. Der Krisenstab ist einberufen und steht in engem Kontakt mit der Stadt Schwarzheide. Maßnahmen zur Entschärfung werden derzeit geplant. Lauchhammer Stadtverordnete haben Anfang Dezember ein Millionenprojekt auf den Weg gebracht. Investiert werden soll in Lauchhammer Ost und in West. Einstimmig hat die Stadtverordnetenversammlung in Lauchhammer am 1. Dezember ein Bildungs- und Erlebniszentrum für Kunstguss und Industriekultur auf den Weg gebracht. Das im Rahmen der Strukturförderung geplante Projekt soll unter anderem auf dem Areal von Kunstgussmuseum und Friedensgedächtniskirche umgesetzt werden. Geplant seien dort unter dem Schlagwort Erz ein Erweiterungsbau am Museum, die Sanierung der Kirche und die Gestaltung der Freiflächen. Das Erlebniszentrum Kohle entsteht an den Biotürmen und am Reliktepark. Dort werde beispielsweise das frühere Eingangsgebäude der Kokerei saniert. Investiert werden rund 15,5 Millionen Euro. 2022 werde zunächst eine Konzeptstudie erstellt. Das Projekt Kultur trotz Corona-Gutskapelle Reuden ist Träger des Ehrenamtspreises im Landkreis OSL. Ausgezeichnet wurde es dieser Tage in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkassen Niederlausitz. In Senftenberg überreichten Landrat Sigurd Heinze und Sparkassenvorstand Lothar Piotrowski einen Scheck über 500 Euro. Für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet wurden zudem 17 Privatpersonen aus 11 Städten und Gemeinden. Sie erhielten ihre Dankesurkunden und die Ehrenamtskarte des Landes Brandenburg per Post. An der Bundesstraße zwischen Senftenberg und Sedlitz gehen die Sanierungsarbeiten voran. Ein Ende der Maßnahmen rückt näher, erfuhr Seenluft 24 vom Sanierungsbereichsleiter Lausitz Gerd Richter. Sie ist seit April 2021 gesperrt, die B169 Senftenberg-Sedlitz. Unter der Straße wurden Hohlräume aus dem sogenannten Altbergbau entdeckt und verfüllt. Wir sind von ein paar 30 Bohrungen ausgegangen, die notwendig wären, um das ganze System zu stabilisieren. Wir sind gegenwärtig bei 84 Bohrungen und werden bis Weihnachten zwischen 4 und 6 Bohrungen noch dazu fahren müssen, um eben dann auch den Erfolg der Versatzbohrungen, die wir im Sommer getätigt haben, wo wir die unterirdischen Hohlräume versetzt haben, auch die hängenden Brüche versetzt haben, dass wir da kontrollieren, ob alles so ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Anschließend wird im nächsten Jahr die Restarbeiten durchgeführt, die Dokumentation erstellt, dem Bergamt und dem Landesbetrieb Straße übergeben. Sie entscheiden über eine mögliche Freigabe der Trasse. Damit rechnet die LMBV im Frühjahr, spätestens Ende des zweiten Quartals. Die evangelischen Kirchgemeinden Lauchhammer und Schwarzheide organisieren in diesem Jahr mehrere Heiligabend-Gottesdienste. Grund sind die Corona-bedingten Einschränkungen. Für die Teilnahme an den Christvespern sind Anmeldungen erforderlich, per Internet oder telefonisch. Zudem sind bei den Gottesdiensten 3G-Nachweise notwendig. Es gibt eine FFP2-Maskenpflicht und Mindestabstand. Alle Zeiten und Kontakte für Christvespern in den 4 Kirchen finden Sie unter kirche-lauchhammer.de. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Der Senftenberger Tierpark ist ab sofort für Besucher geschlossen. Das gab der Betreiber an diesem Dienstag bekannt. Die Regelung gilt vorerst für den Monat Dezember. Gleichzeitig bittet das Tierpark-Team um Verständnis und wünscht eine besinnliche Weihnachtszeit. Die erste Frist des EU-weiten Führerscheintausches rückt näher. Davon betroffen sind Papiere, die bis einschließlich 1998 ausgestellt wurden. Alle Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1953 bis 58 haben dazu bis zum 19. Januar 2022 Zeit. Wird die Umtauschfrist verpasst, verlieren die betroffenen Führerscheine ihre Gültigkeit. Die SB-Tankstelle am Marktkaufparkplatz in Lauchhammer Süd ist geschlossen. Nach Angaben der Grundstückseigentümerin Edeka endet der Mietvertrag mit dem Tankstellenbetreiber. Bis 2022 würden die Anlage und das Gebäude vom Mieter zurückgebaut. Mit Beschlussfassung der Aufsichtsräte beider Gesellschaften übernimmt Herr Thorsten Kramer zum 1. Januar 2022 die Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden der Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG von Dr. Helmer Rendes. Rendes soll zukünftig in den Aufsichtsrat wechseln. Am kommenden Sonntag gibt es den nächsten Fahrplanwechsel für Busse und Bahnen. Das Angebot im Regionalbahnverkehr für Brandenburg und Berlin werde weitgehend fortgeführt. Laut Verkehrsverbund müssen Reisende auf der Strecke Eberswalde-Senftenberg ab Mitte März mit Behinderungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten im Berliner Raum.
Deutlich mehr Angebote im Schienenregionalverkehr stellt die Bahn ab Dezember 2022 in Aussicht. Alle Details finden Sie unter vbb.de. Das waren die Nachrichten und nun schauen wir auf das Wochenendwetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Samstags ist es am Morgen wolkenlos bei Temperaturen von minus 5 Grad. Abends ist es locker bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und 0 Grad. Am Sonntag ist es morgens bedeckt und die Temperatur liegt bei 0 Grad. Abends ist es bedeckt bei Werten von 0 Grad. Und am Montag ist es vormittags und auch nachmittags bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 5 Grad Celsius. Am Abend ist es neblig bei Temperaturen von 4 bis 5 Grad Celsius.